Was bedeutet für dich das Malen und das Zeichnen? Was soll ich sagen? Das Zeichnen, das Malen. Ich habe zeitlang versucht, ohne das Zeichnen zu leben, aber es ist immer in mir etwas drin gewesen, was befreit werden musste. Das heißt nicht, dass etwas zum Spaß gemacht werden musste, dass ich irgendwo Bedürfnis hätte nach irgendwas Lustigen, sondern es ist wie ein Muss. Das muss da raus, auch wenn es mit Schmerzen und mit Entbehrungen verbunden werden sollte, aber es musste einfach aus mir raus. Es hat mich lange gedrückt, ohne dass ich das gewusst habe, dass ich gemerkt habe. Und der Auslöser kam immer wieder, dann wurde es von irgendwas abgebremst, was zum Beispiel, ja, Pflichtbewusstsein oder sonst irgendwelche. Oder meine eigene Faulheit auch zum Teil gewesen ist. Und das hat mich immer mehr gedrückt, bis ich es erkannt habe, dass ich das machen muss, um vollständig zu sein. Wann hast du begonnen zu malen und zu zeichnen? Also schon als Kind. Als Kind habe ich mich gerne verkrochen und nur für mich gemalt. Ich habe sogar am Meer, am Strand Figuren und irgendwelche Gesichter im Sand gezeichnet als Kind. Das war schon immer mein inneres Bedürfnis. Gab es irgendein prägendes Erlebnis in deinem Leben, das dich dazu gebracht hat, mit dem Malen und Zeichnen zu beginnen oder es vertiefter zu betreiben? Also ausgeprägt hat sich wirklich in meiner Gymnasiumzeit, indem ich mal gesehen habe, wie Leute um mich herum auf meine Zeichnungen oder Bilder reagieren, dass die das Emotionale und das auch empfinden können, was ich gefühlt habe während des Malens. Und das hat mich ein bisschen auch hervorgehoben. Also über die Menge wurde ich durch das Malen auch zu etwas Besonderem. Ich habe auch gemerkt, dass wie viel Bewunderung um mich herum ist. Ich hatte sogar von meinem Lehrer überdurchschnittliche Noten bekommen, weil er behauptet hat, wenn er mich mit einem, was ist die höchste Note, 6 benotet, muss er die andere mit 3 benoten, die sehr gut gewesen ist, weil sie meine Bilder so viel besser gewesen ist als die von den anderen. Also irgendwo habe ich schon dann gemerkt, okay, das ist etwas Besonderes und auch mein innerer Bedürfnis. Also ich habe es von mir aus gemacht, ohne dass da irgendeiner auf mich zugeredet hat. Ich könnte stundenlang und nächtelang zeichnen. Wann und wo hast du deine Bilder zum ersten Mal ausgestellt? Ich habe meine Bilder prinzipiell immer verschenkt. Ich habe nicht das Bedürfnis gehabt, mich auszustellen und irgendwelche Applaus zu kriegen oder Geld sogar für die Bilder. Vielleicht klingt es ein bisschen arrogant, aber ich wusste, dass sie gut sind. Und mehr brauchte ich nicht. Und ja. Aber ich meine, ja, die erste Ausstellung ist vielleicht mal in Frankfurt gewesen, hatte ich eine, dann habe ich auch ausgestellt im Glarnerland, im Kunsthaus, mit einer Gesamtausstellung und sonst und kleine Ausstellungen, aber ich habe nie so richtig danach gestrebt, mich breit zu machen oder mich irgendwo so mal Werbung zu machen. Es war mehr für mich als für Applaus gemacht. Fällt es nicht auch ein bisschen schwer, die eigenen Bilder zu verschenken? Wenn ich das Gefühl hatte, dass die in gute Hände kommen, dass die Leute es wirklich haben wollen und schätzen, dann habe ich es gerne gegeben. Und es ist wie ein Teil, wie Freundschaftsbeweis oder wie man jemandem was schenkt, wie ein Schmuckstück.
Ein Freund, in dem Glauben, der wird das tragen, der wird das zu schätzen wissen. Also waren meine Babys gut aufgehoben. Das war für mich zufriedenstellend, ja. Du hast eine Ausbildung als Kunstmalerin gemacht. Wann war das? Unmittelbar nach deiner Gymnasialzeit? Nein, 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 das war Jahre später. Eigentlich habe ich eine Ausbildung als Keramiktechniker gemacht. Aus dem irrtümlichen Glauben, dass es eine Kunstschule wäre. Aber es hat mir Spaß gemacht. Ich habe es zu Ende gebracht und dann gab es Zeit, da musste ich aus Polen weg und kam nach Frankfurt. Und in Frankfurt musste ich zuerst Deutsch lernen und irgendwann mal habe ich die Schule entdeckt für Grafikdesign und Kommunikation. Und dann dachte ich mir, das wäre was. Habe ich meine Prüfung gemacht, bin angenommen worden und habe dort 4 Semester studiert. Die Ausbildung hast du also in Frankfurt gemacht. Also nicht fertig gemacht, weil das musste ich unterbrechen. Nein, das habe ich unterbrochen, weil ich dann in die Schweiz kam, ja. Aber bis dahin habe ich meine Grundausbildung in Frankfurt gemacht, ja. War die Ausbildung eine Bereicherung für dich oder hat sie dich auch beschnitten in deiner Kunst? Auf jeden Fall gefördert, weil es waren auch Leute um mich herum, die gleichen Interessen gehabt haben und der Austausch hat mir sehr viel gebracht und wir waren ziemlich frei in dem, was wir machen. Also man hat uns auch Ziele gesetzt, wie zum Beispiel Verfremdungen oder Objektenumsetzung. Da dürfen wir uns mit dem Thema frei auseinandersetzen. Ich fand es auch sehr spannend. Natürlich gab es auch Themen, die langweilig waren, aber ich habe es auch dadurch gelernt haben, dass auch anfangs langweilige Themen können mit der Zeit spannend werden, was ich ohne diese Schule zum Beispiel nie erkannt hätte. Und Techniken, natürlich, ich habe sehr viel neue Techniken gelernt. Das Technische, das ist natürlich wichtig, weil dass man sich gut ausdrücken kann. Und wie ging es weiter nach der Malausbildung? Ich wurde Mutter, ging in die Schweiz, habe noch ein Atelier gehabt, habe auch Freikunst gemacht, Bilder gemalt, ausgestellt, aber die Bilder aus dieser Zeit sind eher negativ beeinflusst worden. Ich hatte so meine Krise, waren eher depressive Bilder, also nicht so populär unter den Leuten gewesen. Die haben es zwar gefallen, aber das waren keine Bilder, die man an die Wand hängt. Und irgendwann ist es abgeklungen, ich habe aufgehört mit der Malerei. Habe ich mich auch ziemlich alleine gefühlt mit dem Thema. Wann war das? Wann war das? 90er Jahre. Ich glaube, da kam meine erste Depression und da hat man natürlich keine Energie. Vor allem, wenn man auch als Mutter und Hausfrau funktionieren muss. Wie lange hast du nicht mehr gemalt? Also sporadisch habe ich immer wieder etwas Auftragsarbeiten gemacht. Zeitlang habe ich auch Karikaturen gemacht. Und was auch spannend war gar nicht schlecht, aber so ernsthaft und intensiv habe ich mich sehr, sehr lange, jahrelang damit nicht beschäftigt mit der Malerei. Das waren nur kurze Aufbrüche, weil ich irgendwas gemacht habe. Und dann ist es wieder abgeklungen. Also, ja. Hast du es in dieser Zeit bedauert, mit dem Malen aufgehört zu haben? Ich habe es vermisst. Aber ich hab nie die Energie gefunden. Und ich hatte meine Bilder wirklich im Kopf intensiv gehabt. Aber da war keine Energie mehr, die mehr gewesen, um die auf Papier oder auf Leinwand zu bringen.
Irgendwann einmal hast du dann wieder angefangen mit dem Malen und Zeichnen. Unter welchen Umständen ist es dazu gekommen? Oh, das war der Angelo Cesilenzio, der plötzlich in mein Leben aufgetaucht ist. Mit seinen wunderbaren Geschichten, sehr tiefsinnigen Geschichten, die haben mich gepackt und es hat alles zusammengestimmt. Es war auch für mich Zeit, endlich was für mich was zu tun. Ich könnte mich sehr gut mit den Geschichten identifizieren, die haben mich beeinflusst, beflügelt und dann ist es losgegangen. Ich habe auch war sehr dankbar dafür, dass ich nicht so alleine mit dem Thema bin, dass da irgendwo ein Team entstanden ist. Wir haben sehr schöne Zeit miteinander gehabt, sehr, sehr kreative Zeit. Wir haben es, glaube ich, habe das Gefühl, gemeinsam alle beflügelt. Und das braucht auch, glaube ich, ein Künstler, um die Energie aufzubringen, weiterzumachen.